Herr Bundespräsident, Herr Bundestagspräsident, meine Kolleginnen und Kollegen. Wenn es um die Bekämpfung des Rechtsextremismus geht, muss man sich zuallererst ein Bild von der tatsächlichen Lage machen. Ein ehrliches, ein ungeschminktes Bild. Für Relativierung oder gar Verharmlosung bei diesem ernsten Thema gibt es keinen Raum. Die furchtbare Gewalttat in Hanau war die dritte innerhalb von 10 Monaten. Es ist eine Spur zurück bis zur Enttarnung NSU über den Amoklauf in München, der heute auch zweifelsfrei als rechtsextremistisch motiviert eingestuft wird von den Sicherheitsbehörden. Es war die dritte Gewalttat, die rassistisch motiviert war, unzweifelhaft und islamfeindlich. Und dazu muss man immer wieder in Erinnerung rufen, dass wir in den letzten Wochen 12 mutmaßliche Rechtsextremisten verhaftet haben, die ganz offenbar konkrete Planungen hatten gegen Personen, Planungen für bürgerkriegsähnliche Zustände in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben in den letzten Wochen eine Wohnung mit Unmengen von Sprengstoff und Handgranaten ausgehoben. Eine andere Wohnung, ebenfalls in den letzten Wochen, mit vielen automatischen Waffen. Und wenn wir die Spur zurück seit der Enttarnung von NSU bis heute und die Entwicklung in den letzten Monaten betrachten, dann, meine Damen und Herren, muss ein Innenminister davon sprechen, dass die Bedrohungslage, die Gefährdungslage durch den Rechtsextremismus in unserem Lande sehr hoch ist und durch nichts relativiert werden kann. Natürlich haben wir auch Linksextremismus. Wir haben die Reichsbürger, die sehr waffenaffin sind. Wir haben nach wie vor eine hohe Gefährdungslage beim islamistischen Terror. Aber die höchste Bedrohung in unserem Lande geht vom Rechtsextremismus aus. Das muss deutlich ausgesprochen werden. Und man kann ihn nicht damit diese Bedrohung relativieren, indem man sagt, wir haben ja auch Linksextremismus. Der Rechtsextremismus, der Rechtsterrorismus, der Antisemitismus sind die höchste Gefährdung unseres freiheitlichen Rechtsstaates. Es beginnt mit der Verrohung der Sprache. Es gibt unzählige Beispiele, die heute schon genannt worden sind. Die Sprache, die sich auch in Bildern ausdrückt. Zum Beispiel, wenn Menschen in einem Bundesligastadion im Fadenkreuz gezeigt werden. Oder wenn davon gesprochen wird, vom Erschießen reicher Leute. Alles, meine Damen und Herren, ist die Saat, auf der die Gewalt bewusst oder gewollt oder ungewollt entsteht. Und deshalb muss man auch diesen Tag wieder nutzen, um an die Disziplin, an die Mäßigung in der Sprache zu erinnern. Ich habe, das hätten Sie übrigens heute praktizieren können, hier von rechts. Ich habe ja Halle und Hanau besucht und habe oft berichtet, dass zwei Sätze, die mir da gesagt wurden, so wie ein Stich ins Herz gewirkt haben. In einer Gedenkveranstaltung in aller Stille der Ruf eines jungen Menschen, ihr könnt uns nicht schützen. Und bei dem Gespräch mit Betroffenen, mit Angehörigen, die Aussage, gibt es jetzt wieder nur Worte der Anteilnahme oder folgen diesen Worten auch politische Taten und Maßnahmen? Und das haben wir als Auftrag betrachtet, auch im Interesse der Opfer und der Angehörigen. Eine umfassende
Bekämpfungsstrategie des Rechtsextremismus entwickelt, sofort innerhalb von 2 Tagen, mit allen 16 Bundesländern, ohne jeden politischen Streit. Das Bundeskabinett hat diese 12 Punkte übernommen und sie sind weitestgehend mittlerweile umgesetzt. Den Worten sind Taten gefolgt. Ich nenne sie hier nur stichwortartig. Eine massive personelle Verstärkung des Bundeskriminalamtes und des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Vergleichbare Arbeitseinheiten hatten wir bisher nur bei der Bekämpfung des islamistischen Terrors, aber nicht beim Rechtsextremismus. Wir haben noch in dieser Woche wahrscheinlich hier im Deutschen Bundestag das Anti-Hass-Gesetz. Frau Lamprecht wird dazu Näheres sagen. Umfassend. Wer im Internet Drohungen ausstößt, Straftaten ankündigt oder begeht, da wird der Provider künftig nicht nur verpflichtet, diese Inhalte zu löschen, sondern sie dem Bundeskriminalamt zu melden und, wenn dort eine Straftat bejaht wird, die Justiz eingeschaltet. Wir haben das Waffenrecht verschärft in der vorletzten Sitzungswoche mit dem ganz klaren Grundsatz, Waffen gehören nicht in die Hände von Extremisten. Wir haben zum ersten Mal in der Bundesregierung einen Antisemitismusbeauftragten, der eine ganz hervorragende Arbeit leistet, Herr Dr. Klein, dem ich bei dieser Gelegenheit auch mal danken möchte. Ich habe verboten die gefährliche Vereinigung Kompat 18. Wir haben jetzt eine Expertengruppe Islamfeindlichkeit eingerichtet. Die Kanzlerin hat entschieden, dass wir einen Kabinettsausschuss Rechtsextremismus bekommen. Und ich bin dabei, mit der Kollegin Giffey die Präventionsprogramme des Bundes zu überprüfen, um vielleicht in der Zukunft noch effektiver und wirksamer sicherzustellen, dass wir bereits im Vorfeld durch wirksame Präventionsprogramme manches verhindern können. Ich habe dazu gemeinsam mit Frau Giffey die besten Spezialisten der Bundesrepublik Deutschland eingeladen. Wir haben stundenlang miteinander diskutiert und wir werden diese Diskussionen auch umsetzen in veränderte Präventionsprogramme. Und ich habe Anfang dieser Woche mit dem Präsidenten des Deutschen Fußballbundes Kontakt aufgenommen wegen der Entwicklung in unseren Stadien, die ja auch oft einen rassistischen Hintergrund haben, um zu erreichen, dass wir gemeinsam überlegen, wie wir diesen Auswüchsen und Entwicklungen entgegentreten können, ohne dass wir Aktionismus veranstalten, sondern wirksame Maßnahmen, die den Menschen helfen. Und dieses umfassende Bekämpfungspaket ist eine Antwort auf die Frage, gibt es nur Worte oder gibt es auch wirksame politische Maßnahmen? Und ihr könnt uns nicht schützen, da ist unsere Antwort die wehrhafte Demokratie. Die wehrhafte Demokratie, die die Errungenschaften unserer freiheitlichen Demokratie bewahren. Dazu brauchen wir mutige Demokraten. Aber dazu brauchen wir auch und vor allem einen starken Staat, wenn es um den Schutz unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung geht. Und wir brauchen diesen starken Staat. Das ist nämlich auch ein Argument, das man oft in der Bevölkerung hört. Kann sich der Rechtsstaat eigentlich noch durchsetzen? Hat der Rechtsstaat den Biss, um das, was hier an Gesetzen beschlossen wird, auch in der Praxis umzusetzen? Und das müssen wir jeden Tag, und dafür müssen wir jeden Tag arbeiten, für diesen starken Staat, zur Unterstützung von mutigen Demokraten. Und ich möchte heute auch mal die Gelegenheit wahrnehmen, auch jenen den Rücken zu stärken, die täglich für diesen starken Staat arbeiten, wenn es um den Schutz des Lebens, der Gesundheit und des Eigentums geht. Weil es ja oft heißt, wir wollen den gläsernen Bürger. Das ist mitnichten der Fall. Wir bekämpfen nicht die allgemeine Bevölkerung,
sondern wir bekämpfen die Straftäter. Und bei dieser Bekämpfung brauchen wir diesen starken Staat mit unserer Polizei, mit den Sicherheitsbehörden. Und deshalb bitte ich das ganze Parlament, dass wir in der Zukunft noch mehr als bisher jene schützen, die uns jeden Tag schützen, die jeden Tag die Freiheit, die Demokratie schützen.